Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, guten Tag. Herr Delius, gleich zu den offensichtlichen Fragen. Als die Bücher noch geholfen haben, wann war das? Die Bücher helfen auch heute noch. Man muss sie nur annehmen können. Nirgends sind so viele Weisheiten und Erfahrungen und Emotionen, aus denen man lernen kann, gespeichert wie in Büchern. Es ist ein bisschen ein Titel mit einem Widerhaken, so ist es gedacht, weil ich hier von meinen Zeiten als junger Autor und als Lektor vor allen Dingen erzähle. Gleich zur nächsten naheliegenden Frage. Wann sollten denn Bücher, oder wogegen oder wofür sollten Bücher helfen? Wie weit darf sowas gehen, dass man sich helfen lässt von Büchern? Naja, das ist ja jetzt kein, die Bücher sind ja kein Rotes Kreuz und sind kein, sind keine Apotheke oder ersetzen auch nicht den Arztbesuch. Aber es ist ein bisschen altmodisch geworden zu sagen, und deshalb sage ich das, dass die Erfahrungswelt, die in Büchern steckt, aus Jahrhunderten, aus verschiedensten Kulturen, jedem nur gut tun kann, den Horizont zu erweitern, sensibler zu werden für das Nahe und für das Ferne. Das passiert am besten und am einfachsten und am billigsten immer noch durch gute Bücher, sei es jetzt Sachbücher oder sei es eben literarische Texte, Romane. Das ist ein bisschen verloren gegangen, dieser Gedanke, aber der bleibt aktuell. Sie beschreiben in dem Buch Ihre Erfahrungen in der Gruppe 47. Wir haben gerade schon ein paar Namen gehört. Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Heinrich Böll, Günter Krass waren da alle aktiv. Welchen Einfluss hatte denn diese regelrechte, sagen wir mal, Ballung wichtiger deutscher Schriftsteller für Sie persönlich? Naja, es gab ja in den 50er und 60er Jahren nicht diesen Literaturbetrieb, wie es ihn heute gibt. Also diese ständigen Literaturfestivals überall, die Tagung, die verschiedenen Akademien oder eben die Messen und so weiter. Es gab eine Buchmesse in Frankfurt und es gab eine Buchmesse in Leipzig. Aber das waren sehr geschlossene Felder. Ja, da war es auch nicht üblich in den 50er Jahren, dass man da vor einem Sender überhaupt längere Gespräche führte, geschweige denn vor einem sogenannten Privatsender. Das ist undenkbar vor 50 Jahren gewesen. Und diese Schriftsteller, und es waren sehr viele der besten Schriftsteller dieser Jahre im Westen, die haben sich für 3 Tage im Jahr getroffen und dann waren sie eine Gruppe 47 und als sie am Montag früh wieder abreisten, waren sie Individuen. Ja, man bekam da keinen Mitgliedsausweis. Man hatte kein Recht darauf, eingeladen zu werden, sondern es war ein erweiterter Freundeskreis. Und da wurde diese Form, was wir heute überall erleben, dass Autoren sich da hinsetzen und aus ihren Manuskripten lesen. Das gab es sonst nicht. Und diese Manuskripte der Diskussion stellen. Und da sind ja auch Leute wie Enzensberger verrissen worden. Da sind Leute wie Günter Grass auch sehr kritisiert worden. Das war kein, das war eine Werkstattatmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes. Und zurück zu meiner Frage. Der Einfluss, das auf Sie persönlich hatte, was haben Sie da empfunden, immer bei diesen Treffen? Naja, für mich war es ja ein bisschen absurd. Ich kam praktisch von der Schulbank, anderthalb Jahre nach dem Abitur, war ich da in den literarischen Olymp katapultiert. Das kam durch meinen Verleger. Ich hatte sehr früh meinen Verleger, den Wagenbach. Der hatte da Kontakte hin und der hat mich empfohlen. Und ja, plötzlich saß ich da und ich habe dann vor an die 100 Leuten ein paar von meinen ganz frühen Gedichten gelesen und das ging gut. Das waren so leicht ironische, sprachspielerische Gedichte und das fanden die Autoren und die Kritiker, und da saßen ein Herr Reich-Ranitzky und ein Hans Mayer und ein Walter Jens und ein Joachim Kaiser und später Herr Karasek oder so, die saßen da alle als relativ junge Männer, also, und das ging gut.
Und da saß zum Beispiel auch Peter Handke bei der Gruppe 47 mit. In einem Kapitel beschreiben Sie oder sprechen Sie darüber, wie er von einer Beschreibungsimpotenz spricht. Das sorgte für Furore unter den anwesenden Schriftstellern, wenn die sagen, es hatte so einen Werkstattcharakter. Wie emotional war denn die Stimmung? Wie sah denn Furore in der Gruppe 47 aus? Handke war einmal dabei und das war bei der Tagung in den USA in Princeton. Und er hat am Ende dieser Tagung ist er aufgestanden und hat sehr pauschale Urteile abgegeben über alles, nicht nur über den Autor, der da las, sondern über die gesamte deutsche Literatur, die gesamte deutsche Kritik, das sei alles öd und läppisch. Also es war eine große Selbstinszenierung, ja, und die war nicht mal spontan, sondern er hat das vorbereitet. Also, und er war damit auf einen Schlag berühmt und das hat funktioniert. Das beschreibe ich aus der Nähe, weil er nämlich eine Reihe vor mir gesessen hat und dann aufstand. Und hat bisher noch niemand erzählt. Es gilt immer, das geht in den Literaturgeschichten, geht das Gerücht, Handke habe sich über die dort gelesene Literatur empört und dann seinen Aufstand da gemacht. Das war ein bisschen anders. Das Kapitel, in dem Peter Handke das tut, das nennen Sie der verrückteste Moment in der deutschen Literaturgeschichte seit 1945. Warum war das so verrückt? Ja, weil es mit der Literatur, die dort gelesen wurde, eigentlich nichts zu tun hatte. Und weil es funktioniert hat, dass einer provoziert. Also das war so der Anfang der Popliteratur, könnte man sagen. Es ging nicht um Inhalte, sondern es ging um einen fashion Auftritt und den hat er geliefert. Und weil Sie gerade sagten, das ist der Beginn von etwas gewesen, gibt es heute in der gegenwärtigen Literaturszene vielleicht ein bisschen zu viel von solchen verrückten Momenten? Ja, es ist ja gut, wenn es verrückte Momente gibt, auch in der Literaturgeschichte bin ich ja sehr dafür. Also als ich diese Überschrift schrieb, der Verrückteste, ist natürlich ein Superlativ, ist ein bisschen frech, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Also wenn mir jemand sagen kann, es gibt da einen Moment, der noch verrückter ist, dann bitte melden. Aber Ihre Meinung zum heutigen Literaturbetrieb, wird manchmal zu sehr auf solche verrückten Momente gesetzt, so aus PR-Gründen für Promotion? Ja, natürlich, das ist die allgemeine Tendenz, aber ich bin kein großer Lamentierer darüber, dass halt diese Beurteilungen immer oberflächlicher werden, mehr nach Äußerlichkeiten gehen, nach Aussehen von Leuten, nach Auftrittsfähigkeit. Und ich finde immer noch, man sollte Autorinnen und Autoren nicht danach bewerten, wie sie sich auf der Bühne geben oder wie sie sich im Fernsehen geben oder hier im schönen Radio, im guten alten Radio, sondern was sie schreiben, ob sie wirklich schreiben können. Und es gibt viele, die wirklich schlecht schreiben oder nicht gut schreiben können, aber trotzdem irgendwie durch die Galerien wandern. Durch die Messehallen. Ist ja berechtigt, aber das schlechte Literatur gab es immer und gibt es auch heute. Nur wird heute mehr von den Feuilletons, sage ich jetzt mal allgemein, wird mehr Brimborium auch um das Schlechte und Mittelmäßige gemacht. Da hat man früher doch ein bisschen mehr auf Qualität geachtet. Und es gibt literarische Qualität, das behaupte ich in meinen Texten ja immer wieder, auch hier in diesem Buch. Das kann man schon messen. Man kann schon sagen, was gute Literatur ist, was vielleicht mittelmäßig ist. Und man kann auch sagen, was schlecht ist. Und das macht man fest an handwerklichen Fragen? Das sind im Wesentlichen handwerkliche Fragen, das sind aber auch also Sprache und Stil natürlich, das ist ganz entscheidend. Und also ob jemand eine mehr oder weniger vorgefertigte, normierte Sprache nimmt und wenn es nicht satirisch jetzt gemeint ist, ist das nicht unbedingt ein Zeichen für gute Literatur in meinen Augen. Und ich begründe ja in diesem Buch auch, das ist ja die Geschichte, ich als Lektor bei Wagenbach, später im Rotbuchverlag, mit sehr vielen Autoren, die damals in der DDR bzw. im östlichen Berlin waren. Also wie für mich da auch, wenn jemand auch unter der Repression der DDR-Bürokratie stand, war
immer das Wichtigste für mich auch. Also ist das literarisch qualitätvolle Literatur? Das war entscheidend. Und dann war es völlig egal, ob Heiner Müller, den damals niemand kannte, als wir anfingen, ihn zu drucken. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, da haben die Buchhändler gesagt, Müller, was ist das für ein Name? Kann man nicht verkaufen, ja, haben die damals gesagt, Mitte 70er Jahre. Dass wir da gesagt haben, doch, das ist ein sehr bedeutender Autor. Er schreibt zwar nur fürs Theater, haben die gesagt, oh, Theater, nee, geht doch gar nicht. Ja. Dann haben wir gesagt, wir machen eine Werkausgabe von 7 Bänden, haben uns alle für verrückt gehalten. Aber wegen der literarischen Qualität. Und ich habe immer den Standpunkt vertreten, literarische Qualität, auch wenn sie im ersten Moment nicht viel Zuspruch hat, setzt sich auf Dauer durch. Und man muss da ein bisschen Geduld haben, hartnäckig sein und dann läuft das. In diesem Fall ist es ja auch so, Heiner Müller hat sich durchgesetzt. Heiner Müller oder Thomas Brasch und etliche andere. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen.